Machen wir hier auch. Bisschen anders, weil hier ist ja, wie gesagt, der Berg schon quasi vordefiniert. Dann hier will ich es dann langsam in den flacheren Ufer von da vorne aus laufen lassen. Nämlich so. Genau. So passt das dann auch. Jetzt wird das ja noch alles grün und dann fällt das von da oben eigentlich auch kaum noch auf, dass das hier, obwohl es so extrem steil ist, großartig künstlich ist. Das ist die Kunst dahinter. Alles so echt zu machen. Obwohl es unecht ist. Ich weiß natürlich, ob dieser Satz Sinn ergeben hat. Ich glaube aber nicht. So. Das ist ja eigentlich das, was ich machen wollte, dass man das Haus auch von der anderen Seite nicht sieht. Gar nicht so wirklich durchgezogen, ne? Ist jetzt ein bisschen schade. Das wäre nämlich eigentlich schon cooler gewesen, wenn man es wirklich nicht sieht. Beziehungsweise nicht gesehen hätte. Weil jetzt ist es zu spät. Jetzt sieht man es ja. Egal. Kann man jetzt nichts mehr dran ändern. So. Gut. 3, 4 und 5. Wieso ist es denn da vorne noch hell? Ah ne, das ist nur der Fog. Das ist nur der Nebel von der Sichtweite. Hä? Hoppla. Kann man schon mal verwechseln. So. Gut. Diesen Vorsprung will ich unbedingt so in etwa in einem Verlauf, wie er wahrscheinlich weitergelaufen wäre, wenn er nicht zu Ende ist, so möglichst erhalten. Es war, das ist auch ein Satz, den man so eigentlich gar nicht sagen kann. So viel Konjunktiv geht doch gar nicht. So viel Konjunktiv ist gar nicht gesund. So, so, so. Zack, zack.
Und weg damit. Jetzt habe ich den Setzling schon wieder aufgesammelt. Knas. Ich glaube, es geht los. Weg. Ich will diesen Setzling nicht. So, lala. Jetzt muss ich es anders machen. Jetzt kann ich nämlich nicht mehr vom Boden aus arbeiten, sondern jetzt muss ich wieder einfach diese Linie einfach weiter fortsetzen, sage ich mal. Da unten ist es halt schon wieder eine Höhle, aber die wird jetzt einfach mal mit begraben. Jetzt auch Fackeln dabei, um sie schnell zu, nennen wir es mal, erkunden. Aber darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich Lust. Ich werde jetzt nicht in eine Höhle gehen. Es wird auch schon wieder dunkel, warum auch immer. Finde ich eher ein bisschen suboptimal, aber kann man jetzt nicht großartig ändern, leider. Okay. Und noch ein Höhlen. Wie viele Höhleneingänge sich hier hinten verbergen? Ich war da noch gar nicht mal drinnen. Naja, man kann nicht alle Höhlen erforschen. Zu viele Höhlen sind noch gar nicht gesund. Nachdem wir eh so nah am Haus sind, kann ich auch gleich wieder schlafen gehen. Ja, da haben wir noch genug. Hallo Huhn. Komm ja nicht auf die Idee, mein Haus zu betreten. Ich sag's euch. Ich glaube, ich brauche Fenster. Oder von mir aus auch Zäune. Meine Güte. So. Und jetzt ist auch die Axtmeier gegangen. Jetzt nicht wirklich überraschend. Gut. Das ist jetzt irgendwie eine leicht blöde Angelegenheit, das hier so zu machen. Ach Gott, da ist ja noch ein Baum. Das will mir jetzt noch nicht ernsthaft das Spiel sagen, dass ich den per Hand umpflügen darf, wenn ich darüber will. Na, großartig. Da kommt Freude auf, sage ich euch. So richtige Freude. Oh Gottes Willen. Warum? Warum ist meine Axt schon kaputt? Ich hoffe jetzt einfach mal, das reicht dann. Ja, das reicht. Hier unten kommt nämlich dann die nächste Schicht dorthin. Ja, passt. Mit den zwei abgebauten Holz ist alles perfekt. Gut.
Ja, dann komme ich mit dem bisschen Platz, was ich jetzt hier noch habe, wahrscheinlich mit für diesen Hang sogar aus. Das ist auch gut. Kommt schon. Hier, so. Nein, nicht den Setzling. Ich sammle keine Setzlinge ein. Aus Prinzip nicht. Sollen sich selbst einpflanzen und einsammeln. Genau, die Setzlinge sollen sich selbst einsammeln. Das wäre doch mal eine gute Idee. Vorsicht, Setzling. Und hier wollte ich jetzt, glaube ich, ganz zumachen. Hier ist wieder der Baum. Oh, jetzt wird geterraformt und zwar hart. Ich glaube fast, nachdem ich jetzt den ganzen richtigen Hard Rock aussortiert habe aus der Playlist, weil er nichts eigentlich nicht wirklich viel drin zu suchen hat, ist da ziemlich das letzte Stück, das man annähernd Hard Rock zuordnen kann. Das lasse ich aber drin in der Playlist, weil das Stück hat es verdient gespielt zu werden. Weil es ist gut. Schon wieder ein Setzling eingesammelt. Ich glaube, der wird da unten nicht wachsen. Das ist mir aber auch egal. Ich bin beim Terraformen, stör mich nicht. Muhaha. Ich bin fertig. Verdammt, das ging zu schnell. Stirb, Schwein. Ah. Na, oh, Schnitzel. Das nehme ich jetzt aber nicht mit, weil ich sonst keinen Platz mehr im Inventar habe für die Erde für später. Was für eine Verschwendung. Schwein musste nur aufgrund der Musik sterben. Ja. Ich glaube, dieses Lied würde tendenziell eher in eine Nether-Playlist packen, wenn man die Zombie-Pikmin angreift. Und das Gitarren-Solo ist einfach nur auch ziemlich geil. So. Hier ist jetzt, glaube ich, der letzte Hang, den ich so aufschütten muss, wie ich jetzt gerade mache. Der kommt dann ungefähr auf die Höhe und dann muss ich hier noch diese Fläche mit einem Hügel besetzen. Und dann ist eigentlich die Arbeit, wo ich dachte, dass ich da locker noch mal 8 Stunden dran sitze, fertig. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das mit den 8 Stunden sage, sitze ich ziemlich genau 8 Stunden dran. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein gutes Zeiteinschätzungsvermögen habe. Aber ich hoffe, dass ich durch mein Reden die Folgen zumindest einigermaßen kurzweilig gestalten konnte, weil der Inhalt der Folge ist jetzt nun wirklich nicht hochgradig spannend, sage ich mal. Da muss man viel durch Reden kompensieren. Was jetzt in der Vergangenheit nicht unbedingt meine Stärke war. Bin ich ganz offen und ehrlich. Die Folgen, mit denen ich hier mit dem Feld angefangen habe, waren sie größtenteils zum Einschlafen. Ist vielleicht aber auch eine gute Nische. Einfach Einschlafgeschichten vorlesen. Das Ganze dann als gute Nachtgeschichte Nummer 728 auf YouTube hochladen. Und dann quasi Müttern das Vorlesen für gute Nachtgeschichten abzunehmen.